Du die Kohle, du holst das Gold. Let's go. Let's go like a hobo. Es gibt immer was zu tun. Starbound. Es gibt immer was zu tun. Außer Tiernahrung. Haben sie es zugemacht, angeblich, weil sie zu viele Angebote gemacht haben mit 20% und Tiernahrung und das und jenes. Das ist haben sich vor Angeboten oder? Übernommen. Oh, das müsste... Oh, a medical kit for when you absolutely positively have to be 100%. Meine Axt ist übrigens gleich komplett hinüber. Ich habe jetzt nur noch einen Balken. Ich glaube schon ein bisschen länger. Also wahrscheinlich kann ich gleich nichts mehr abbauen. Ja, ich habe auch nur noch, ich denke, vielleicht 5% oder sowas. Also mein Balken, der letzte Balken, den ich vorhin mal hatte, ist schon fast aufgebraucht. That's not so amazing. Wir kommen jetzt, bestimmt auch ganz pünktlich kommen wir jetzt hier an. Bausamoluf, Herr Welt. Nein, die gelben Unschuldigen. Vorhin den Kopf geschlagen, weil es so ein Unschuldiger. Ein Haus. Dorf mit so einem Assi drin. Hallo. Guck mal wieder. Geht's dir so? Guck mit der Machtlohn. Das ist eine Statue. Nehmen wir mit. Ich baue sie gerade ab. Die Fackel noch und dann gehen wir. Das Haus können wir so stehen lassen. Das verbrauchen wir nämlich unsere Axt noch weiter. Mir zwei Ewe. Girl on a spike. Hallo, gelber Mensch. Sind wir schon in der Nähe von unserem Zuhause? Der gelbe, ich weiß nicht. Vielleicht auch nicht. Töte mich, um das herauszufinden. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es will uns sagen, dass wir ihn töten sollen. Genauso wie dieses Nilpferd. Dieses schreiende Nilpferd. Er schreit regelrecht danach. Tötet mich! Bitte. Boah, so viel Zeug hier. Ah, jetzt habe ich das Gefühl, dass wir bald zu Hause sind. Das glaube ich nicht, Lorn. Nicht. Eindeutig nicht. Echt nicht? Nee. Aber Werbe. Oh, voll den. Oh Gott, voll den Fuß angehauen, deinen verfickten Stuhl. Oh, oh mein Gott, ich immer rumzappeln. Keine Problemchen. Killer. Ich habe hier so einen wilden Affen. Oh, er hat kein Leben. Mein Gott. Okay, mit this must be a wild ape or something like that. Okay. He has no. Hat irgendwie so hab ich. Nimmt der hat einfach Sinn. Kassetten vorsichtshalber liegen. Ich weiß nicht, ob die irgendwie verbunden sind. Guck dir das mal an. Ich hab was Neues. Das macht irgendwie Feuerschaden oder sowas anscheinend. Feuerschaden. Das hat DPS 12, Swing Speed 2,34 und Damage per Swing Kartoffel. Aber es hat so ein Zeichen mit drin. Oh, es geht auch nur. Oh! Oh! Alter, guck mal, was das kann. Achtung, guck mal. Kapim! Alter! Wo hast du das? Hat er das gedroppt, der Assi? Ja. Du Dippisch! Warte mal, kann ich damit vielleicht dieses Ding aktivieren, ohne dass wir sterben? Ich habe schon versucht, mit Pfeil und Bogen drauf zu schießen. Bringt nichts. Achso, okay, dann wird das damit. Im Chest irgendwas Cooles drin? Ich habe hier auch so ein Feuerding. Oh. Macht nur 9 DPS, aber. Egal, nimm's. Guck mal. Bam, 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 bam. Keine Ahnung, ich hab Karten. Bomb. Nehme ich mal mit. Wie geil. Das Spiel ist so genial. Was ist das für ein geiles Podest, auf dem du da stehst? Direkt mal abbauen. Ich habe jetzt ganz normales Holz und oben drüber Zaun, irgendwie. Nur diese kleinen Stimmt. Treppen, die sind neu. Warte, Raised Platform. Einfach eine erhöhte Plattform, okay. Lass uns weiterlaufen, Jonathan Freaks. Bam, 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 bam. Lass uns weiterlaufen, Anthony Hopkins. Komm mit, Jonathan Hopkins. Dann schieße ich jetzt auch mit dieser komischen Weapon. Komm, ist das ein Hammer? Alter, der macht 100%ig Feuerschaden. Ich dachte, er schießt jetzt auch so einen Feuerball. Aber das ist auch schon mal nicht schlecht. Da ist sogar beklebt ein bisschen Blut dran. Wupp. Oder ist es Rost? Rostiges Blut. Rostiger Fingernagel. Ein abgerissener Fingernagel in meiner Augenseite drin. Kartoffel. Den Film müssen wir uns mal ansehen demnächst. Rostiger Fingernagel. Kennt ihr den zufällig? Ich bin rostiger Ficky. Schreibt es doch in die Kommentare hinein, falls ihr den Film kennt. Und wenn ihr den Film nicht kennt, schreibt trotzdem in die Kommentare rein. Ich hoffe, irgendjemand wird jetzt schreiben. Ich werde mich an diesem Moment, das wird wahrscheinlich erst in 2 Wochen sein oder so, wenn diese Folge hochgeladen wird. Aber ich werde mich zurückerinnern. Ich werde mich so freuen, wenn irgendeiner schreibt. Bitte schreibt drunter. Ich kenne den Film oder ich kenne nicht. Irgendwas. Komm schon, macht. Agiert mit uns. Interagiert mit uns. Los. Agiert in uns. Bitte agiert in uns, ich möchte es spielen. Ganz meine Silber. Guck mal, Dolon. Ich teste meine neue Waffe. Oh, ist die schlecht. Ich sag's im Gute. Kann nicht mal nach unten schießen, Mensch.
Bum, bum, bum. Diese Waffe setzt voraus, dass Gegner vor einem stehen. Aber ich würde sie trotzdem. Ich sag's mal so. Die One-Hits können wir vergessen, nicht? Aber so an sich. Ja, die DPS ist viel niedriger, das habe ich schon vorhin gemerkt. 9 DPS statt 13. Aber dafür kann man. Bam, 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 bam. Vielleicht kann uns jemand sagen, was man damit machen kann. Oh. Bin die kleinen Rehböcke, die mich jetzt auf einmal angreifen müssen. Ich bin ein kleines Rehkitz. Okay, ich komme. Sag mal, wann sind wir denn jetzt endlich mal hier drum rum? Mensch! Mensch, Gustav, was ich glaube, deine Festplatte läuft voll, bevor wir hier rumgelaufen sind. Wie lange läuft die Session hier schon? Also mittlerweile. Moment. Oh ja. One Hit klappt immer noch dank diesem Feuerschaden. Mittlerweile erst 1 Stunde und 20 Minuten. Echt? Alles gut, ja. Ich guck mal kurz in die Dinge rein. Ich habe auch, ich habe noch nicht mal 100 GB aufgenommen. Ich habe noch 200 GB frei. Es passt. Läuft. Wunderbar. Das ist wunderbar. Genau so muss das sein. This is so wonderful. Das ist, dieser Planet hat, man kann ihn nicht umrunden. Er windet sich einfach immer weiter in sich selbst hinein. Oh shit, es wird wieder dunkel. Vorankommen unmöglich. Da ist wieder Silber. Aber das Gute ist, wenn wir ihn umrundet haben, ey, dann haben wir so viel schöne Rohstoffe, dass wir uns die nächsten Jahrzehnte keine Gedanken machen müssen. Um Mineralien. Oh, ich habe Hunger, sehe ich gerade. Bisschen was essen. Vielleicht noch eine Bandage. Ich hole da oben die Kohle. Nur noch 10 Fackeln. Ja, jetzt waren wir ja schon länger nicht mehr in der Höhle. Wir rennen einfach die Nacht auf. Sag mal, wo bist du gerade hingepirscht? Oh. Bei mir hast du mich gerade die andere geguckt und bist einfach rückwärts weggeflogen. Oh fuck, von, Vorsicht, du hast... Oh, geil, ey. Sterben jetzt von allein. Guck mal, wie sie schreien. Au, ist das geil. Der andere ist so gestorben, muss ich gar nichts machen. Das ist cool. Ey, das ist... Wow. Was ist denn da unten für eine Quelle? Guck mal, hier ist richtig viel Zeug. Quelle der unbegrenzten Möglichkeiten. Und das ist nur Kohle. Ich glaube, mit Kohle will ich jetzt meine Axt nicht leer machen. Unbedingt. Hey, Bubi. Ja, Kohle brauchen wir wirklich nicht. Oh mein Gott, ich bin zu laut, glaube ich. Scheiß du. Leeren Verpackungen da heißt. Ach so, nee, die haben. Nein, die habe ich mir gerichtet, so mal herunterbringen. Ja, ja. Nee, ohne Witz. Sowas würde ich niemals tun. Das hast du doch für sie hier gelegt, damit sie das macht, Mensch. Ich mag das nicht, wenn ich auf dem Tisch Verpackungen liegen von irgendwelchen Essenskram. Ich habe zum Beispiel so eine Pralinenpackung, die fast leer war, habe ich mir hochgenommen, wo ich den Rest jetzt gerade, also jetzt die letzten 2 Stunden gegessen habe. Und das hat ja alles rumgelegen und noch ein paar leere Flaschen. Da habe ich einfach alles im Treppenhaus an so einem, kennst du dieses komische Marmor-Ding, ne? Wo diese Stellage, da habe ich mal alles hingelegt. Wenn ich da das nächste Mal runterlaufe, nehme ich das Zeug mit und entsorge es. Meine Freundin hat jetzt gedacht, dass ich das ihr hingestellt habe. Einfach so von wegen. Sagt, hier, kannst du wegräumen. Naja, das sagt meine Arme. Du weißt, ich stelle mein Zeug halt meistens, wenn ich fertig gegessen habe, zum Beispiel stelle ich es auf die Spüle oben drauf, also auf die Spülmaschine, auf diese Ablage. Mhm. Und dann räumt sie es weg, kommt zu mir, meckert mich an und sagt, ja, das hast du mir doch wieder hingestellt. Aber ich hatte auch gar keine Chance, es wegzuräumen, weil sie hat es ja schon in ihrer Wut gemacht. Mhm. Das versteht mal einer die Frauen, nicht wahr? Oh, wer schießt denn da mit seinem Kothäufchen wieder nach uns? So, er brennt. Boah, ist der abgestürzt? Hui. Bei mir, du weißt ja, so ein brennendes Stück Scheiße kam mir gerade eben vom Himmel geregnet. Bist du arg weit gelaufen schon? Ich finde dich gar nicht. Ja, ja. Alter. Nicht so arg weit, es geht. Ich dachte, du wärst erst in diese Höhle hineingefallen. Oh. Boah, Vorsicht! Im Moment bin ich jetzt gar nicht mehr so interessiert an Höhlen. Ich würde gerne wieder in die Base zurück. Ja, ja, ich auch. Ich hole jetzt nur noch kurz her das Notfall, Kupfer. Das würden wir niemals tun. Könnte man. Einfach, Zum Raumschiff. Raumschiff und wieder zurück, aber... Versuchen wir es mal durchzuziehen. Aber nein. Schade, das muss doch jetzt lang... Also ich habe im Singleplayer schon eine Welt umrundet und es hat nicht wirklich lange gedauert. Aber es war halt auch tatsächlich ein kleiner Planet. Jetzt folgt mir hier so ein kleiner Code-Sammler. Nimm dir an. Warte. Dumm ist, ich kann halt echt nicht nach oben irgendwie. Ich hab den grünen dafür platt. Okay. Ich kann den damit voll gut auf Abstand halten, das ist echt edel. Boah, das ist eine Höhle gefallen. Wo bist du hin, mein grüner Freund? Okay. It's the. Das ist cool, meine Waffe macht doch kurz hell, also zumindest an der Stelle, an der ich stehe.
Guck mal. Night Fever, Night Fever. Oh, hier ist ein bisschen Geld. Oh mein Gott, ich bin 80 Kilometer runtergefallen. Shit. Sick Dollar. Oh. Du auch. Ein kleines Stück. Just a little pace. Oh, da waren wir schon. Hier waren wir, ja. Definitiv schon nicht. Ha. Wollen, ich erinnere mich. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Damn, Alter, damn. Ist richtig damn. Damn, das ist so dorm. Also ich wüsste von... Ja, Fackeln, ja. Fackeln. Wir haben es geschafft, der Planet ist umrundet, ich fass es nicht. Ich hab mir in die Hose geschissen, praktisch dreimal am Tag. Wir haben das Unmögliche möglich gemacht. Weißt du, wir schreiben ins Let's Play Forum, Leute, ihr werdet es nicht glauben, Alter. Wir haben einen Planeten umrundet. Hat funktioniert, es geht tatsächlich. Hier kann man höher springen, ist dir schon aufgefallen? Hier ist so komisch, oder? So schwerelos, irgendwie so Space. Ja. Womit hat das zu tun? Womit haben wir das verdient? Aber hier dieser Hintergrund, oben, also, genau. Wenn wir irgendwann mal gescheite Ex haben, womit es schneller geht, würde ich hier gerne den Hintergrund abbauen, weil... Oh, das dauert echt ewig. Sieht echt geil aus hier, finde ich. Also generell... Meiner verfriert wieder. Ja, ich habe auch gerade ein bisschen Temperaturfall erlitten. Aber das ziehen wir jetzt noch durch, wir sind doch jetzt gleich bei uns im Haus. Wir ziehen es durch, oh. Ein bisschen Feuerschaden gefällig, so lila ein Stück Scheiße. Ach du Scheiße. Hier kommt echt einiges. Wir sterben jetzt immer kurz zum Schluss, weißt du? Weißt du, werden zurückgesetzt. Genau auf die Hälfte. Ja, ja. Oh, die Weißigkeit steigt. Schließe die Tür hinter dir, Johnny. Wir haben es geschafft. Oh, Jonathan. Freaks. Jetzt wird erstmal der Scheiß gebraten hier. Oh, ganz schnell. Ich habe mir gerade Torte gebracht. Jetzt werde ich kurz ein bisschen essen. Klar, wie er einfach Torte gebracht bekommen hat. Und ich kann verhungern hier, Lorne. Ich habe vorhin nur ein Sandwich bekommen von meinem Girlfriend. Ja gut, es gibt nicht jeden Tag Torte. Naja, was soll man machen, was soll man machen? So. Es wird fast ein zweiter Ofen. Würde sich fast noch rentieren hier mit unserer Brennerei. Ich werde ein zweites Öfchen herstellen. Was braucht man dafür? Ich glaube ein Lagerfeuer. Wo ist er denn? Da. A campfire. I need a campfire. Oh, ich habe früher. So, stelle ich hier, genau. So. Jetzt kann ich da den verkackten Ofen. Jetzt bin ich schon wieder drüber gescrollt und alle lachen mich aus. Da ist er. So, ich habe jetzt 15 mal rohes Fleisch. Koche ich gleich mal alles. Ich stelle uns hier noch einen zweiten Ofen. Ich würde sie gerne nebeneinander stellen. Vorsicht, kann ich. Achso, du machst gerade bedienst gerade das Feuer. Genau, ich bin da gerade dran, aber ich bin gleich fertig. Ich habe den Ofen erstmal hier hingestellt. Ich glaube, ich muss mich generell erstmal sortieren. Mein ganzes Inventar ist extrem voll gerade. Ja, das werde ich auch jetzt mal angehen. Hier am Anfang sind ja, das ist eh schon voll, der Schrank. Beziehungsweise, Stimpaks gehen hier noch rein. Wohnungseinrichtung. Ah, das ist nur Forschung, okay. Das zweite, da kannst du Wohnungseinrichtungen Zeugs reinmachen. Türen und so Kram. Und auch alte Waffen. Da mach ich mal. Oh, ist schon voll. Ja, ich mach mal eine separate Kiste, glaube ich. Eine große Kiste. Ja, wir haben ein paar mitgebracht. Also Crates. Was sind sie denn? Guck gerade die große Kiste. Wie viele Slots hat die? Ich habe hier was. Guck mal, ich mache hier hinten primitive Crates hin. Hier. Mhm. So übereinander. Da machen wir einfach Scheiß rein, den wir wahrscheinlich auch nicht mehr brauchen oder so halt. Torchlight. Oder was willst du? Jetzt mal einfach mal da rein. Alles, was irgendwie so Gegenstände sind. Also keine Mineralien, sondern so diese komischen Trommeln. Wohnungseinrichtung. Ja, also genauso, Wohnungsfetz. Ich habe mal vor unserer Tür den Krieger gestellt, der wird uns beschützen, der Holzkrieger. Ach, er wird uns sowas von beschützen. Ah. Das baue ich hier noch kurz um. Schön ist, wenn wir irgendwann mal auf einer anderen Welt ein Haus errichten wollen, wo in so einem gewissen Stil, sag ich mal, was weiß ich, im Indianer-Look oder sonst irgendwas afrikanisch, dann können wir auf die Planeten zurückkommen und aus der Kiste dann den Kram holen, weißt du, den wir vielleicht einmalig hier gefunden haben. Auf anderen Planeten gibt es vielleicht nicht. Weißt du, dass es da irgendwie so Schools gibt und Trommeln und so? Wir könnten auch den ganzen Kram einfach im Raumschiff lagern. Das habe ich auch schon bei vielen Let's Playern gesehen, dass die einfach Truhen dann sich irgendwann machen, wenn sie dann anfangen rumzufliegen, ne? dass man nicht wieder zurückfliegen muss. Bei jedes Mal, wenn sie den Planeten verlassen, nehmen sie sich die wichtigsten Sachen mit ins Raumschiff. Stimmt, das war auch eine Möglichkeit. Alles mit, oh geil, wir haben 200 Fibris insgesamt. Also du hast wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ich habe 200. Weed Seed, was haben wir hier? Ein Schwert. Hoppa. Ich habe schon einiges an Fibre abgegeben. Ich weiß gerade nicht in welchen Schrank. So, wir haben jetzt 15 Silber.